Wir konnten das Schleppschiff erobern, ohne Menschen von dem Konvoi töten zu müssen. Mithilfe des Schiffs haben Duke und ich die Stadt an der Brücke erobert. Sofern alles planmäßig läuft, werden wir bald von hier verschwinden. Unser nächstes Ziel ist das Steuerhäuschen des Brückenmechanismus. So, damit. Hi, wunderschönen guten Abend. Hallo Serienfan, hallo Rocco, hallo Muki, hallo Nightbot, hallo Timo, hallo Sascha. Damit haben wir, glaube ich, alle. Ne? Habe ich noch irgendjemanden übersehen? Kleinen Augenblick. Serienfan, Serienfan, Sascha. Nein, wir haben alle. So, genau, und zwar. Ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Na, ich bin nicht so ganz unmenschlich, dieser Ketzer. Hier pennt einer. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich dachte, das ist. Das geht ja schon mal gut los. Also, was denn, Max? Alles okay? Was ist los? Oh, wow. Ich dachte, ich bin auf meinem eigenen Schiff und kann hier mir in Ruhe erstmal alles angucken und werde hier glatt weg erstmal erschossen. Ja, also es geht heute deswegen nicht. Ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten, aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Ist wohl doch nicht so ganz unmenschlich, dieser Ketzer. Ganz zu schweigen davon, dass diese Katja und ihre Hexenbrut. Also die Frage ist jetzt. Entkamen. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Was ist das? Meinst du, sie greifen vielleicht an? Wer weiß, es sind Ketzer. Möge der Zarfisch sie verschlechtern. Jetzt muss ich auf die Suche gehen. Tja, das ist wohl der Wille unseres Herrn. Vielleicht ist da ja gar nichts. Hier ist definitiv nichts. Hier habe ich etwas gesehen, ganz sicher. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Nichts. Ich bin es so leid, wegen nichts herumzurennen. Also, um das Ganze noch mal kurz aufzuklären, die übliche Welteroberung, die wir sonst jeden Tag machen, die wir sonst jeden Sonntag machen, ist aus bestimmten Gründen abgesagt worden. Und deswegen habe ich heute mal Zeit, was anderes zu machen. Auch wenn ich ganz ehrlich zugegeben lieber doch bei der Welteroberung wäre, aber hey, wirklich ist es nicht und deswegen können wir heute mal ein bisschen streamen nebenbei. Das ist ja auch mal was insgesamt eher Ungewohntes. Da stehen zwei Typen, ne? Weißt du, Simon ist nie zurückgekommen. Kyrill auch nicht. Ja, da stehen zwei. Heilige Männer wie er kommen nie zurück, Bruder. Und Heiden sind noch schlimmer als Dämonen. Das macht mir ja gerade Angst. Ich muss nur einen Dämon erwischen, aber die Heiden. Es liegt alles in Gottes Hand. Wohl wahr. Sein Wille geschehe. Kein Wunder. Mach dir nicht so viele Sorgen. Kann ich aber nicht. Vierauge kam nicht zurück. Gott behüte seine Seele. Hey. Und er zog nicht einmal los, um einen Dämon zu bekämpfen. Ach, du weißt schon. Guck mal, hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Da weiß man ja gar nicht, was schlimmer ist. Es ist schon einen Monat her, dass jemand vom Haus des Fisches zurückgekehrt ist. Von der Dämonenjagd kommen die Leute nicht gerade oft zurück. Nun, wie wäre es, wenn ich mitkomme? Gemeinsam packen wir das. Denk nicht mal daran.
Ich mach das schon alleine. Sie scheren sich nicht um die wahren Güter. Ja, sag einfach Bescheid, wenn du deine Meinung ändern. Diese Schweinehecker kleben wie Egel am Heiligen Vater. Die würde ich ruhig stellen. Da sind auch noch welche, okay. Naja, der Fisch wird sie sich schon holen. Jetzt geht er. Der andere ist jetzt gegangen, okay. Badam, pam, 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 pam. Das Einzige, was ich doof finde, dass du die hier nicht wegtragen kannst, die Bewusstlosen, beziehungsweise die Leichen oder so. Gibt ja so in Deus Ex oder sowas. Also alle anderen. Okay. Kannst dich da durchquetschen. Du hast es vorhin auch geschafft. Du hast doch nicht zugenommen seitdem. So. Wo ist denn unser Freund jetzt hier? Der Einzelgänger? Das sind zwei. Wo ist aber der Einzelgänger? Wir hatten hier noch einen zwischen. Ach, wir sind schon am Steuerhäuschen auf der Brücke. Das hab ich jetzt. Das kriege ich jetzt erst mit. Sind das Würste oder ist das eine Kette? Warte mal, ich will mal was probieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Was im Namen? Da hast du! Was war das denn jetzt hier gerade eben? Hä? Hallo, Mr. Caster. Wunderschön, guten Abend. So, jetzt ist ja die Frage, hier war ja noch einer. Wo ist der abgeblieben? Also wir haben hier unten... Oh, da ist der natürlich. Scheiße. Lade mal. Ein Kampf unmöglich, na gut. Ich hab den Kerl im Visier. Ja, komm, schieß. Ich denke, du hast mich im Visier. Hallo, hallo. Du im Visierhaber. Ach, hier unten kann man auch laden. Cool. Ich kann nichts machen. Du bist viel stärker, Ketzer. Cool. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt insgesamt, aber hey, hallo Minga. Wunderschönen guten Abend. Guck mal, wir haben jetzt gerade vier Kerle mal eben. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken würde. Befreit? Ist das der richtige, korrekte Ausdruck? Auf jeden Fall scheint das jetzt hier alles uns zu gehören. Die haben ja alle... Oh, guck mal, der hat ein Akkordeon. Geil. Also wir, irgendwie ist die Szene, wahrscheinlich ist die, die Cutscene, wo wir hier gelandet sind. Weil wir sind ja eigentlich mit irgendeinem Schiff hier unten gelandet. Und diese Cutscene scheint irgendwie verloren gegangen zu sein, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Wir machen erstmal hier überall das Licht aus, ist eh viel zu hell. Und dann
gehen wir mal ein bisschen plündern eventuell noch. Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich eigentlich. Plündern, plündern, plündern. Das ist aber nicht der Zwerfisch, ne? Also. Ach, da geht's hoch, okay. Gut zu wissen. Ja, Timmy! Hi! Nenne nicht vorhandene Tür. So, das Unterdeck gehört uns. Und dafür, dass die hier alle so. Na toll. Das war jetzt eine total. Gelobt sei der Zarfisch, Beschützer der Menschen. Oh, du hast hier so rumgequatscht die ganze Zeit. Ach, jetzt haben sie alle aufgegeben, oder was? Das ist ja cool. Also ich bringe die jetzt, damit das jetzt hier nicht der falsche Eindruck entkommt, ich bringe die nicht um, ich Also ich schicke sie nur schlafen, und zwar wortwörtlich, nicht nur im übertragenen Sinne. Kugeln ohne Ende. Oh geil, guck dir das mal an. Habt ihr denn auch alle geliked? Genau. So, dann erstmal Prost für heute Abend. Heute ist zwar kein Wochentag. Deswegen gibt es heute nur Ingwer-Brause. Nein. Ich will immer die Lampe ausmachen. So, aber hier haben wir jetzt erstmal alles, denke ich, ne? Ich weiß zwar nicht, ob wir hier alles geplündert haben, aber zumindest. Ja, sehe ich hier jetzt auf Anhieb nichts mehr, was man noch großartig plündern müsste oder könnte. Wollen wir hier unten schauen? Ach, da geht's bloß zu irgendeinem Schiff rüber. Okay, das interessiert uns also auch erstmal nicht. Da sind wir wahrscheinlich nur hochgekommen. Hier ist nichts mehr, da ist auch nichts. Achso, hier waren wir schon überall. Okay, gut. Dann. Naja, Hauptsache immer erstmal die Schuhe ausziehen, ne? Sind das Hunde oder sind das Ratten? Oder sind das Katzen? Das sind Katzen. Ja, das sind Katzen. Und Hauptsache hier liegen überall, hier hängen überall Heiligenbilder rum. Gut. Quass. Das ist das, was Stefan meinte letztens. Das ist dieses aus oder ist Quass aus Stutenmilch? Ich glaube, Quass ist dieses Brot. Das, was Stefan meinte, dieses Getränk aus vergammeltem Brot oder so. Ich weiß es aber nicht genau. Aber ich glaube es. Guck mal, hier lag noch eine Waffe rum, die wir noch nicht gebraucht hatten. Gut, okay. Gespeichert hat das Spiel ja oft genug, dann gehen wir mal hoch. Untere Etage hat aufgegeben. Artyom, ich bin fast am Ziel. Und bei dir läuft eine Party, wie es scheint. Komm schon, konntest du an diesen alten Ziegen wirklich nicht vorbeischleichen? Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Schatten. Doch unser Kloster überlebte. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte. Einen des Namens Silantius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten
solange ihr euch frei hingebt. Also das Runterfallen war jetzt nicht geplant, sorry. Aber das zählt jetzt auch nicht, oder? Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Böse elektrische Spannung, genau. Dass der Feind den Narren gab, auf dass sie sich über jeden Fehl und Tadel. Timmy hat Zeugsurlaub, okay. Über Gott erheben und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab! Amen, meine Kinder! Scheiße, hier gibt's nicht weiter. Elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift nur jene, die Elektrizität. Also ich darf morgen noch mal ins Büro. Wir werden, aber das weiß ich schon, wir kriegen morgen unsere Schlüssel für Homeoffice. Wir kriegen unsere Schlüssel für Homeoffice, das klingt irgendwie so. Wir kriegen unsere Schlüssel für Homeoffice, kriegt so wie, als ob wir da ein eigenes Büro kriegen. Aber es ist wir kriegen die VPN-Schlüssel für. Vor ihrem stählernen Ross, das nach Maschinenöl stinkt und sein ketzerisches Licht auf uns scheint, werden wir nicht wanken. Stellen wir uns gegen sie. Geil. Denn dies cool. Ist unsere Stunde. So was macht Spaß. Amen! Warte mal, ich hab doch. Warum hab ich da nicht viel früher dran gedacht? Ich Idiot, auch vorhin. In dem. Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen. Denn wir erfüllen den Willen des Herrn. Und dies sind seine Vergeltung und seine Bestrafung für ihre Sünden, die unsere Feinde spüren werden. Und alle, die vor unseren Toren stehen, werden wieder. Hallo Fangirl! Scheiße. Ah, erschieß mich. Los, erschieß mich. Danke. Keine Ware und sonst können wir nicht arbeiten. Ja, wie gesagt, bei mir ist. Wir kriegen morgen die Homeoffice-VPN-Zugänge und dann wird es bei mir auch ab sofort Homeoffice heißen. Nur, wir dürfen halt noch arbeiten. Das heißt, wir kriegen auch, oder ich kriege immer noch Kohle dementsprechend. Lasst uns also die Diener des Feindes ohne Erbarmen erschlagen. Ja, Ausgangssperre haben wir noch nicht. Bisher haben wir ja nur. Den Willen des Herrn und Kontaktverbot heißt es ja bisher. Die unsere Feinde spüren werden. Und alle, die vor unseren Toren stehen, werden wie der Staub. Hier oben war irgendwie noch einer, ne? Sein Wille geschehe! Sein Wille geschehe! Denn er wird ihren Körper und ihre Seele verschlingen. Denn von Schießpulver kann man sich reinigen. Aber die Elektrizität ist das ewige Brandzeichen der Sünder. Scheiße, da sind zwei. Also lasst uns jetzt den Zarfisch rufen! Komm, du Zarfisch! Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung. Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Fehl und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab! Amen, meine Kinder!
Denn die elektrische Spannung ist Satans Versuchung und sein Gift. Nur jene, die Scheiße. Elektrizität ablehnen, werden in Gottes Reich aufgenommen. Gott sei Dank, das war knapp. Das war scheiße knapp. Nicht beeinflussen lassen, werden vom Zarfisch durchgelassen. Gelobt sei der Fisch! Also lasst uns die Ketzer vor unserer Tür nicht fürchten. Jene, die unser Kloster anzugreifen. Ja, scheiße. Geben die auf oder was? Geil. So, bin nur noch hier bis generell. Naja, aber immerhin, ne? Grundsätzlich erstmal willkommen im Stream. Du warst ja, glaube ich, noch nicht hier bisher. Ich weiß doch noch nicht mal, wo du bist, Junge. Also auf jeden Fall erstmal willkommen und hi und so weiter. Hat sich hier noch irgendeiner nicht ergeben eigentlich? Hallo Sonja. Aber guck mal, also wir sind zwar eigentlich fast tot und ich habe keine Heilung mehr, ich Idiot. Ich renne hier komplett ohne Heilung rum und bin eigentlich schon gefühlt tot. Die hatten wir schon, ne? Achso, das sind irgendwelche, die gehören nicht dazu. Gut. Könnt ihr jetzt mal mit dem ganzen Gebimmel hier aufhören? Das ist ja nervig. Da komme ich nicht rein, okay. Wer hat denn hier diese Tür? Ist das das Klo oder was? Könnt ihr jetzt mal bitte mit diesem Alarmgebimmel aufhören? Das ist nervig. Wer bimmelt denn das? Keine Ahnung. Na gut, egal. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt erstmal ganz kurz eine Medipack. Ach komm. Das Gebimsel geht mir ein bisschen auf die Nerven. Wo kann ich das abschalten? Kann ich das hier irgendwo abschalten? Müssen wir halt eben damit auskommen. Zumindest können wir aber erstmal. Bis später, Minga. Danke fürs Reingucken. Wir sehen uns gleich oder demnächst oder bald, je nachdem, wann du möchtest. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich in die grüne Tür da oben, wa? Okay. Speichern. Und rein in die Tür. Rein in die Tür. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Ja. Katja, und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Wir sind nur auf der Durchreise. Lasst uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Wir waren die ganze Zeit nachsichtig mit euch und Katja hat selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe.
Erst bringt ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet für immer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Hört mich, Brüder! Stellt euer Feuer ein! Hört ihr mich? Ich exkommuniziere jeden, der schießt! Ich habe getan, was ich konnte. Nicht schießen! Sagt dem Fahrer, dass er langsam fahren soll! Haltet nicht an, sonst könnt ihr die Brücke einstürzen! Ihr müsst jetzt springen! Oh, Duke, wir haben eine Vereinbarung. Sie lassen uns durch, wenn wir nicht schießen, langsam fahren und nicht anhalten. Wiederhole, nicht anhalten! Artyom, lass uns springen! Tja, das haben wir gut gemacht, was? Wir haben zwischendurch ein bisschen Internetprobleme. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen zu glauben, wir seien keine Dämonen. Daher ließen sie uns durch. Anna hatte recht. Wir sind in ihre Welt eingedrungen und wir sollten sie nicht zerstören. Wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro erzählt wurden? Dass die ganze Welt tot sei und man nirgends mehr hin kann? In den Tunneln hat jeder diese bequeme Lüge geglaubt. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir wenigstens wissen, ob diese Lüge gerechtfertigt war. Bislang gab es keine Anzeichen feindlicher Besatzungstruppen. Artyom, Artyom. Wach auf, mein Schatz. Ist er schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf. Das hast du gut gemacht. Wir sind nicht mehr zu Hause. Wie sie da sitzt? Handeln wir besser so wie du. Ganz vorsichtig. Es sind ja nicht mehr viele Menschen übrig. Ich hoffe daher, dass wir eines Tages anderen vertrauen können, denn sie sind auch Menschen. Langweile ich dich? Tut mir leid, ich bin heute in philosophischer Stimmung. Na gut. Bleib noch ein Weilchen hier, Artyom. Na gut. Das ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Artyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät, hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Obwohl es irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe. Die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Sind das nicht unsere Flitterwochen? Bestimmt sind sie das, wenn auch etwas spät. Bisher hatten wir allenfalls ein paar Flittereinsätze. Weißt du, ich habe mal mit Katja gesprochen. Jetzt sitze ich hier und denke an diese Brücke und die Leute dort. Wir haben 20 Jahre im Untergrund gehockt und sie nicht. Na und? Das sind nicht dieselben Menschen, die einst Städte, Flugzeuge und Raketen bauten. Sie sind wie wir in der Metro, nur noch entmutigter. Im Wesentlichen sind sie Sklaven. Wirklich. Sie arbeiten am Tag und beten in der Nacht, immer unter Beobachtung und Anleitung. Alles ist unter Kontrolle. Alles wird von der Allgemeinheit entschieden. Naja, ich meine von Silantius.
Sie kennen nicht einmal Eigentum. Selbst ihre Socken gehören der Allgemeinheit. Sie sind so verblendet von seinen lächerlichen Lügen über Elektrizität. Natürlich lassen sich nicht alle so leicht zum Narren halten. Aber wenn sie es wagen zu zweifeln, müssen sie büßen. Einen elektrischen Dämon mit Gebeten und Kreuz exorzieren. Aber das gleicht einem Todesurteil. Wie kann eine Taschenlampe gefährlich sein? Oder ein Funkgerät? Aber nein, sie meiden alles. Sie verstecken sich und beten. Wie schafft man es nur, Menschen innerhalb weniger Jahre solch lächerlichen Müll glauben zu lassen? Menschen sind im Allgemeinen sehr leichtgläubig, was Lügen betrifft, nicht wahr? Solange diese Lügen bequem sind oder wenigstens vertraut. Nehmen wir mal uns in der Metro. Also gut, wir haben die Besatzungstruppen noch nicht getroffen. Wenn wir mal das Shirt außer Acht lassen, das ich an der Antenne fand. Katja und Crest haben sie auch nie gesehen. Aber vielleicht gibt es da draußen welche. Und wenn ja, dann haben sie uns zu Hause nicht einmal davon erzählt. Sie haben uns nicht gesagt, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist. Sie haben uns nur glauben lassen, dass es außerhalb der Metro kein Leben gibt. Sie haben uns angelogen, pausenlos angelogen. Die ganze Zeit. Hatten sie gute Absichten? Vielleicht. Aber die Metro ist ein Schloss, das auf Lügen gebaut ist. Verdammt, bin ich wütend. Und bislang haben wir noch keinen einzigen Feind getroffen. Egal, wie weit wir gekommen sind. Ist das nicht merkwürdig? Aber Papa will davon nichts wissen. Bleib wachsam, seid vorsichtig, der Feind schläft nie. Du weißt, wie sehr ich meinen Vater liebe. Trotz allem. Aber was, wenn alles, was uns erzählt wurde, nur weitere Lügen sind? Ich hoffe, wir finden heraus, wie die Wahrheit aussieht, sobald wir Yamantau erreicht haben. Puh. Tja, ich fühle mich jetzt viel besser, nachdem ich dir das gesagt habe. Danke, dass du mir zugehört hast, Artyom. Lass uns hier einfach noch etwas sitzen bleiben. Sitzen? Das ist bei für sie sitzen, okay. Schon gut, geh nur. Papa wollte irgendwas von dir. Na gut. Das war also sitzen. Na gut. Interessante Art von sitzen. Was kann ich, wenn ich da sitze, was kann ich da machen? Oh, guck mal hier, Waffe, geil. Radio hören, ich kann lesen. Sparta steht da übrigens auf dem hier unten. Neue Welt. Ausrüstung. Automatikschrift, die klingt natürlich auch geil, ne? Ach, das ist das TH, das ist dieses, okay. Bastard, okay. Was gibt's hier sonst noch so? Radio hören? Was mit Achtung steht da. Scheiße.
irgendwas mit. Oh, Musik. Cool. Noch mehr Musik. Ja gut, vielleicht lege ich mal Delay auf das High. Eventuell. Ja, kann ich das Ding endlich auch wieder ausmachen? Es gab eine Trophy dafür, dass man alles anhört, ja. Cool. Ich kann nicht damit ausmachen. Das ist cool. Okay. Brauchst du das? Wie lange sind wir schon unterwegs? Ich habe auch den Funk abgehört. Und okay. Keine einzige Übertragung hat von einer Besatzungstruppe berichtet. Ja, Mädchen. Warum haben Sie eine Evakuierung angeordnet? Das sagtest du schon, Schatz. So viel gewöhnliches Geschwätz. So viele Geschichten. Papa sagt, dass das alles kodierte Übertragungen seien, dass sie alle eine verdeckte Bedeutung haben, aber wozu diese Geheimniskrämerei? Warum benutzen sie nicht die Bahnstrecke? Warum kontrollieren sie nicht wenigstens die wichtigen Abzweigungen? Warum haben sie keine Sperren eingerichtet? Wenn sie überhaupt da draußen sind. Dies ist immerhin die Haupttransportader. Vielleicht sind sie gar nicht hier. Vielleicht sind sie nie hergekommen oder bereits wieder gegangen. Aber wohin dann? Vergiss nicht, weder Katja noch Crest haben sie jemals gesehen. Auch wenn es uns ohne sie eigentlich ganz gut geht, ist es wie im Mittelalter. Dieser Silantius behandelt die Leute wie Sklaven, lässt sie umbringen. Kaum zu glauben, dass sie es ohne seine Lügen und Menschenopfer schlechter hätten. Und wir? Wir haben so viele Jahre da unten gelebt und uns gegenseitig bekämpft. Ja, Schatz. Keiner hat auch nur geahnt, dass man da draußen leben könnte. Ja, Schatz. Ich liebe dich. Cool. Da liegen Helme, Wäsche, okay. Auf jeden Fall sieht er aber schon. Artyom, komm rein und setz dich. Stepan will uns etwas vorspielen. Oh, guck mal. Cool. Und Artyom, bereit für eine Jam-Session? Na los, schnapp dir die Gitarre. Danke, Stepan. Genug gejammt, oder? Danke. Tut mir leid, dass ich frage. Nastjas Vater, er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ah, hör endlich auf damit! Tja, was hast du der hat eine. Aber guck mal hier, sah das total dreckig aus. Was stimmt denn nicht der mit Oberst wartet im Führerstand auf dich. Ja, trink erstmal einen. Eine lange Geschichte. Wir müssen mal ganz kurz noch mal recherchieren. Das kann ich nicht lesen. Schick, oder? So, hier haben wir. Schatzi sitzt da ganz alleine. Ich kann hier was lesen. Lieber Papa, ich schreibe, damit du weißt, wo du Mama und mich suchen musst, wenn du zurückkommst. Weil Mama und ich wollten bleiben, aber Silantius sagt, wir müssten zum Turm gehen und das Auto stehen lassen und ich will das nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Also komm bitte bald und hol uns von den blöden Männern weg. Ich liebe dich ganz doll. Das ist ein doofer Lügner und so weiter. Genau. Gut, okay.
Nastjas Brief, okay. Ah, hi, Artyom. Hey. Gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Oh, cool. So, als allererstes. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Gerne doch, gerne, gerne. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns. Und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Tja, warum wohl nicht? Kann ich selber machen, brauchst du nicht gut. Desto schwieriger wird es vermutlich, die Sache zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich gut. Weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Genau, Uniformen reparieren ist wichtig. Aber ich glaube, ich brauche da nichts machen im Moment, ne? Er trägt den Rückenschutz nicht mehr. Daher witzelt er, dass es zum Glück nicht der Brustschutz ist, sonst werden seine Zähne in Gefahr. Okay, da ist also erstmal nichts mehr. Gut. Ich würde die kleine Bande wieder zu einer echten Armee machen. Er gibt Klausel? Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Abort ist plimst. Aber nichts, okay. Was sich nicht repariert. Onkel Tokarev. Was möchtest du? Ja, hier ist ganz offensichtlich das Raucherabteil. Das ist gut. Ja. Oh ja, Papirossi. Verdammt. Ist die stark? Naja, aber nicht zu stark für uns. Schön. Also ihr seid schon die richtigen Typen. Jetzt bricht das Internet wieder zusammen. Ach, das ist zum Kotzen. Der Typ hat eine Großes geleistet. Und jetzt prallt er damit wie ein Kind. Er ist wirklich ein Kind, aber er ist gut. Ach, unsere Motordraisine ist da hinten dran. Cool. Danke. Ihr habt mich akzeptiert und ich... Ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. Dann. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Freiheit, hä? Klar, so viel Platz. Kommt mir auch leer vor. Cool. Gräser und Ruinen und diese verdammten Mutanten. Wow. Ich hasse sie. Ich mag den Zug. Also bis auf das hier oben, das sieht ein bisschen komisch aus, aber sieht das in echt auch so aus in Zügen? Nee, ne? Oder haben sie hier... Das hat er, ja. Das hat er, na gut, dann gehen wir mal zum Onkel Oberst. Schließlich hast du selbst nach der Weste gefragt. Zum Colonel. Das hat eben wieder einzelne Buffer. Ja, es ist auch... das Internet ist unter aller Sau im Moment. Also er buffert... Ich versuche das schon ein bisschen zu überbrücken, aber zurzeit sieht es ein bisschen ganz danach aus. Weil er schmeißt auch Frames weg ohne Ende. Wie lange kann ich hier eigentlich fahren, bis... Wie lange können wir hier fahren, bis irgendwann mal die Gegend vorbei ist? Diese Karo-Wände oder diese Würfelwände, ich weiß nicht, wie man das nennen will, die gab es bei uns früher auch. Ich habe jetzt schon reduziert ohne Ende. Das ist scheiße. Gut, wir gucken uns das nochmal so maximal 5 Minuten an. Wir gucken mal, was der Oberst von uns will. Kannst du knicken. Okay, it's running, I don't know how long, yeah.
Das Internet ärgert mich. Ist da ein See auf der anderen Seite gewesen? Gut, wie gesagt, wir hören uns noch mal ganz kurz an, was der Oberst zu sagen hat, aber ich befürchte... Nee, das bringt nichts. Also gut, mach weiter. Ich sehe also, wie Artyom zu dieser Tür. So, wir spielen noch ein bisschen Musik. Ach, ich kann mit gar keine Musik spielen, jetzt. Sie weiß alles. Ich kann nicht Musik spielen, na gut. Dann können wir noch ein bisschen mit unserem Schatzi reden, auf jeden Fall, das bringt so nichts. Aber ich kann mich nicht bewegen. Und dieser Einheimischen... Na, Schatz. Du bist zurück. Welche Pläne hat unser Anführer sonst noch auf Lager? Warte, sag nichts. Das ist wie in einem Märchen. Ein Prinz hat seine Prinzessin aus einem Verlies voller Monster gerettet und bringt sie nun in sein magisches Königreich, wo sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Meinst du, wir finden dieses Königreich am Ende? Aber solange ich bei dir bin, geht es mir überall gut. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben, ist das Wichtige daran, was mich betrifft. Ja, das bringt nichts. So. Das heißt, wir liegen jetzt hier mit unserer guten Frau und ich muss leider abbrechen, weil es bringt nichts. Wir haben mittlerweile 20% verworfene Frames, die Leitung ist tiefrot und YouTube gackt mich mittlerweile auch an, also es bringt einfach nichts im Moment. Sorry. Das ging ja, ich habe vorher durchgemessen, es war die ganze Zeit bis halb 9 war es immer gut und so seit 8:45 bricht das hier alles ein. Tut mir leid, wir hören dann hier erstmal auf, weil so macht es keinen Spaß, jedenfalls für mich nicht. Und wir sehen uns, wenn alles glatt geht, morgen Abend wieder. Drückt mal die Daumen, bis dahin, dass alles wieder ein bisschen besser läuft. Dass da mal irgendjemand an den Drehern dreht, damit wir hier ein bisschen besseres Internet haben. Aber wir hatten immerhin fast eine Stunde. Und wir haben den Cliffhanger aufgelöst. Und wir haben uns ein bisschen den Zug angeguckt. Viel mehr haben wir nicht gemacht. Ich sag schon mal Tschüss. Bis bald. Sorry.